Eigentlich müsste man mal schon testen, ob das so überhaupt hinkommt. So, dann wird hier wieder neue Geschwindigkeit aufgenommen. Geht so mit dem Helix durch. Ich meine, die geht von 26, muss die runter auf 10. Das ist 16 Höheneinheiten, höchst eine Wendeachterbahn. Also die muss doch ja schon... Also komme ich hier beim Dings nicht mehr rum. Na gut, dann machen wir kürzen mal hier die Stadionrunde einfach. Oh, da komme ich immer noch nicht rum. Jetzt bin ich aber hier drunter, ne? Unter der anderen Bahn? Ja. Dann müssen wir die enge Kurve nehmen. Hat das schon 1,4 Sinn hier? Glaube ich schon fast gar nicht, dass das reicht. Immer noch 6,09. Wirkt sich die Go-Kart-Bahn da nicht aus, oder? Wir werden jetzt nach der Runde einfach mal ins Ziel fahren. Geht's hier mit Fullspeed in den Tunnel rein. Und dann mal testen. Schade, dass das Ding keine Bremsen hat. Ja, ich glaube, ich muss eins weiter, ne? Wie ich das sehe. Und vor allem noch eins runter. Natürlich alle ratlos und können hier einen Ausgang nicht finden, dann mache ich erstmal nichts, weil die können sich hier so komische Wegweiser holen. Gibt es eigentlich auch andere Wagen? Pferde? Lass mal die Pferde einfach mal. Quatsch. Dings reparieren. Ja, warte mal, ich lasse den Abstand. Zur Sicherheit mal ein bisschen größer, 15 Sekunden. Dass im Falle eines technischen Defektes noch reagiert werden kann. So, was ist hier mit der Maus? 6,09, das bleibt dabei. Das ändert sich nicht mehr. Muss ich halt dann immer noch in eine andere Achterbahn reinziehen, jetzt irgendwie noch Platz für irgendwas. Achterbahn, die da mal kurz mal so an der wilden Maus dran schnuppert. Oh, die haben wir ganz schön... Achso, oben ist er schon gleich da. Das ist ein ganz schöner Anstieg. Ich glaube, die Bahn wird wahrscheinlich zu extrem werden. Wenn wir hier unten mit 80 um die Kurve pfeffern auf so einem Pferd, also... Das wollte ich, glaube ich, auch nicht. Oh nee, doch, bislang ist es ganz ordentlich ausbalanciert. Sind nicht zu schnell im Moment. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die hier hochkommen. Mit 60... Fliegen hier hoch... Bleiben dann hier stecken. Dann kommt hier halt ein Lift-Hill hin. Oder mal mache ich mal aus Sicherheitsgründen über die gesamte Länge. Ich glaube, das wird uns wahrscheinlich auch an mehreren Stellen ereilen, das Schicksal, dass da ein Lift-Hill hinkommt. Aber ich mache den Huckel niedriger. Aber das heißt ja nicht, dass die über die anderen Huckel auch kommen, die hier noch sind. Ich glaube, der zweite Innenkreis, der hier, der könnte auch noch problematisch werden. Die Besucherzahl sinkt aktuell, das ist aber in Ordnung. Die ganzen Dösbattel, die den Parkausgang nicht finden, die sollen erstmal abhauen, damit die Leute nicht meckern. So ist er beim zweiten. Das hat er geschafft. So beschwert sich schon wieder über verschmutzte Fußwege. Da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ich muss mir die Testfahrt angucken.
Das ist ein ganz kleines bisschen wichtig, aber das zeigt, dass die Putzleute ihre Arbeit nicht machen. Fliegen gleich raus hier. Oh, schönen Lift-Hill hier rumgenommen. Kommt er da drum? Kommt er da drum? Oh, knapp. Das schafft er. Sehr gut. Na gut, beladen ist natürlich wieder was anderes. So, jetzt hier runter beschleunigen. Ah, da kommt er auch knapp drüber. Zieleinfahrt. Na gut, mit 338 sollte hinkommen. Ich habe irgendwann mal mit dem RCT-Wiki gelesen, dass die Crash-Geschwindigkeit irgendwie was Bahn 40 wäre, wo ich mir das gar nicht so richtig vorstellen kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, 15 Sekunden könnte man weniger machen. Oh, ein Kilometer gerade mir erst gebaut. Oh, okay. Die Wertung ist interessant, ob die überhaupt im Ansatz dorthin kommt. Was wir brauchen. Was macht die Mausbahn? Immer noch 6,09. Das heißt 400 Meter, vielleicht werde ich dann einfach wieder hier unten irgendwie hier nochmal rumbauen. Und wenn das dann mal anzeigen würde. Achso, Wagen 1 steht jetzt ganz vorne. Fahrzeit 2 Minuten, das geht noch. Jetzt können wir erstmal gucken, wo... Oh, 5,87, okay. Ist jetzt noch nicht so... Ich meine, wenn ich irgendwie versuchen könnte, durch den Looping durchzubauen, das würde doch bestimmt die Wertung von der Bahn auch nochmal erhöhen. Jetzt würde ich erstmal gucken nach dem Dreck auf den Wegen, der schon wieder... Oh, was ist denn hier los? Ach, du große Güte. Oh, dann fahrt doch damit nicht, wenn euch schlecht wird, Leute. Wie das hier aussieht, ist doch furchtbar. Da kommt direkt gleich mit der Soundbug zum Tragen. Achso, ja, vielleicht keine Bänke stehen oder wie? Nichts zum Hinsetzen. Fliegende Achterbahn haben wir jetzt. Gehen wir mal zurück hierher. So, die Bahn braucht noch 400 Meter. Und ich hätte sie gern, dass sie durch den Looping geht. Auch wenn ihr da vielleicht nicht mit Full Speed durchkracht. Welche Höhe hat denn der Looping eigentlich? Höhe auf den Fahrstrecken 9, 3, nee, 16, 15, 16, 15, das heißt eine Höhe von 17 müsste ich da eigentlich noch durchkommen, hm? Achso, dann klappt das doch mit der Achterbahn wieder nicht. Aber ich glaube, da muss ich vorher irgendwie eine S-Kurve reinbauen, dass dann nochmal eins nach rechts kommt. Und dann kann ich doch dadurch. Nee. Na gut, eins niedriger müsste aber jetzt durchpassen, hä? Nee, hä? Oder eins nach links? Sieht dann zwar ein bisschen weird aus, dieser Knick, aber... Doch, das passt. Machen wir es halt so und dann geht das direkt danach runter.
auf diesen Streckenabschnitt. Das wird doch bestimmt die Bewertung ein bisschen erhöhen. Hoffe ich doch jedenfalls. Und dann kommen wir, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Wo sind die ganzen Besucher hin? Sind die alle jetzt gerade hier weg? Oder möchte jeder unsichtbar gemacht? Ach nee, ist ein gesperrter Bereich. Ich habe nichts gesagt, Leute. Das werden wir dann in der nächsten Aufnahme machen. Wir werden da einfach dann hier... nochmal 400 Meter dran pappen, was noch fehlt. Dann war hier unten zack, 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 so ein bisschen hin und her, zack, ist sportlich. Und dann sollte das die Bahn auch schaffen, die benötigte Wertung zu erreichen. Durch den Tunnel hier, also durch diese Brückenkonstruktion, das wird sich auch nochmal auf die Wertung auswirken. So, jetzt eine kuriose. Bisschen eine kuriose Anbindung hier. Wie gesagt, nochmal in der nächsten Aufnahme. Ja, was macht eigentlich die wilde Maus? Hat sich diesmal nicht dazu entschlossen, das nochmal zu erhöhen? Nö, immer noch. Vielleicht wirkt das ja mit der Achterbahn, mit der Kartbahn auch gar nicht, aber die ist immerhin voll. Naja, gut, egal. Wie gesagt, an dieser Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. In der nächsten Aufnahme geht's weiter mit Nevermore Park und ja, ganz einfach. Macht's gut, bleibt friedlich. Bis dahin und tschüss.